Hallo. Hallo. Wir haben Anfang April und der März ist gelaufen. Juhu. Unser vierter Trainingsmonat ist durch. Wir haben Bombenwetter gehabt. Ja. Die Natur hat ja ein bisschen geweint, weil es so trocken ist, aber so als Laufsportler war das Top-Wetter. Ja, bevor wir ein bisschen erzählen, hier kommt erstmal unsere Zusammenfassung des Monats März. Ja, das waren jetzt zwei Ultras und ein Marathon. Wir hatten ja eigentlich wieder anvisiert, 300 Kilometer zu schaffen, lustigerweise. Wir haben uns aber Mitte März eine Woche Pause gegönnt, weil die auch mal gut tut. Genau. So eine Pause, mal nicht zu laufen, mal eine ganze Woche und ein bisschen was im Garten zu machen und mal ein paar andere Sachen in den Kopf zu kriegen, tat auch mal ganz gut. Ja, und zum Ende des Monats habe ich dann ein kleines Malheur mit dem Fuß gehabt. Da waren auch so ein paar lauffreie Tage, da ging es auch irgendwie nicht so richtig weiter. Ja, sollen wir das zeigen oder nicht? Ja. Also, wir sagen jetzt mal Piep und wer ein bisschen empfindlich ist, der kann dann mal 5 Sekunden die Augen zumachen. Piep! Piep! Der war ein bisschen entzündet und blau und lila und... Keiner weiß warum. Ein kleiner Zeh, der hat gemuckt und der hat dann auch noch mal so ein paar Lauftage gekostet. Ja, aber irgendwie ist der Monat gelaufen und nochmal zusammengefasst sind wir im Monat März in unserem vierten Trainingsmonat 2 Ultras und einen Marathon gelaufen. Ich hatte somit 243 Kilometer. Und ich 234. Ja, das sind jetzt ein bisschen weniger Kilometer als im Februar. Aber wir waren halt auch nur so 3 Wochen laufen oder knapp 3 Wochen. Der Monat April startet jetzt. Wir wollen jetzt frohen Mutes in den April laufen. Und wir haben ja heute den 4. April. Wir haben ja schon einen Lauf weg in diesem Monat, aber darüber erzählen wir erst in einem Monat. Genau. Oder ihr habt unser Video schon gesehen aus Bonn. Ja. Ja gut, wir wollen auf jeden Fall jetzt die 300 mindestens endlich knacken. Der nächste Versuch. Ja gut, das schaffen wir schon. Alles klar. Ja gut. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Glaube nicht. Nein. Okay, wir sehen uns laufend und spätestens bei der Tortur. Alles klar. Genau. Alles Gute, bleibt gesund und vertragt euch. Nicht vergessen wie immer. Genau. Wir vergessen das jetzt auch nicht. Deswegen laufen wir jetzt weiter. Genau. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.